Hallo, liebe Freunde, ich bin es, euer Michael, noch immer der Alte. Jetzt erkennt ihr mich vielleicht ohne Maske besser. Trotzdem müssen wir natürlich nach wie vor die Maske tragen. Nicht, wenn wir im Deutschunterricht sitzen, aber wenn wir uns in diese Richtung bewegen. Und man hat natürlich das Gefühl, es ist alles anders, alles hat sich verändert. Das ist schon klar. Deshalb habe ich diese zwei Sätze auch als Ausgangspunkt unserer kurzen Deutschlektion heute genommen. Unsere Gefühle sind anders, wir fühlen uns vielleicht ein bisschen fremd in unserem eigenen Leben. Und ja klar, wir werden auch weiterhin uns treffen, wir werden weiterhin einkaufen gehen, wir werden auch weiterhin unserer Arbeit nachgehen, doch vielleicht da und dort eben mit Maske. Wir werden uns ein bisschen öfter die Hände waschen und wir werden auch ein bisschen öfter die Fenster öffnen, nicht nur in der Pause, sondern auch in der Stunde ein paar Mal. Diese Gefühle zusammen betrachtet vermitteln uns das Erleben, es ist alles anders. Ja, wir vergleichen heute den Satz, es ist alles anders, mit dem Satz, alles hat sich verändert. Wenn wir different ins Deutsche übersetzen, dann kommen wir schon ein bisschen ins Nachdenken. Was drückt denn das Adverb anders aus und was drückt verschieden oder unterschiedlich aus. Ja? Wenn wir das Adverb anders verwenden, vergleichen wir mit einem anderen Zustand. Zum Beispiel, wir denken an die Zeit Anfang des Jahres 2020, da hatten wir noch den Normalzustand und vergleichen mit dem heutigen Datum. Vieles ist anders geworden, bedeutet eben ein Vergleich mit einem anderen Zustand. Wenn wir aber sagen, vieles ist verschieden oder vieles ist unterschiedlich, dann haben wir einen Bezug zu Varietäten. Zum Beispiel, im Deutschkurs gibt es verschiedene Nationen, das bedeutet, wir haben im selben Kurs verschiedene Varietäten. Wenn wir aber betonen möchten, dass diese Varietäten wirklich andersartig sind, dann können wir auch sagen, die Sitten, die Bräuche der Leute sind unterschiedlich. Ja? Das ist der Unterschied zwischen anders, verschieden und unterschiedlich. Und jetzt, um das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, haben wir auch Verben, die ausdrücken, dass etwas anders ist. Ja, man kann sagen, alles hat sich geändert. Mehr einen punktuellen Vergleich. Aber alles hat sich verändert. Das heißt, wir haben einen Prozess der Entwicklung. Es gibt das griechische Sprichwort Panterei, alles ist im Fluss, alles fließt. Und so ist es auch hier zu verstehen, alles hat sich verändert. Vom Ursprungszustand Anfang 2020 bis heute gab es einen Prozess der Veränderung. Es hat sich verändert, hier verändern reflexiv gebraucht. Die Veränderung wird natürlich noch weiter fortschreiten und wir können noch hinzufügen, alles verändert sich. Das heißt, alles hat sich verändert, ist ein Stillstand, ist ein Punkt, da ist etwas zu Ende. Wir haben auch hier das Perfekt und alles verändert sich.
ist eine Entwicklung, die weitergeht und uns in den Normalzustand zurückführen wird. Der Normalzustand wieder ohne Masken und ja, um mit mir diese Entwicklung zu erleben und weitere Deutsch-Einheiten zu genießen, möchte ich euch einladen. Wie gesagt, ab September geht es wieder los und ich bitte euch Deutschstunden an. Ihr könnt mir auch schreiben, ich freue mich zu hören, dass es euch gut geht. Mir geht es auf jeden Fall schon ganz gut und ja, ich hoffe, ihr habt heute auch Spaß und wir sehen uns bald wieder. Schreibt mir einfach liebe Grüße, euer Michael.